Der Wesenitz-Sportpark in Bischofswerda. Bis zur vergangenen Saison waren hier Chemnitz, Leipzig und Co. zu Gast. Die Oberlausitz, einst ein starkes Stück Regionalliga Nordost. Der FC Oberlausitz-Neugersdorf, Bodissa Bautzen und der Bischofswerder FV lieferten sich hier brisante Derbys. Lang, lang ist's her. Alle drei Clubs haben sich zumindest vorerst in die Oberliga verabschiedet. Viertliga-Zugehörigkeit nicht zu stemmen. Bischofswerda ist eine Stadt mit 10.000 Einwohnern. Wir haben infrastrukturelle Probleme, also auch die wirtschaftliche Kompetenz ist natürlich nie so groß wie in Ballungsgebieten. Und insofern hat, denke ich, zumindest hier in Bischofswerda auch immer so das finanzielle Background eine Rolle gespielt. Und insofern bist du natürlich in so einer ländlichen Gegend auch in diesem großen Pool der Regionalliga ein Stück weit benachteiligt. Eine geplante Spielgemeinschaft der drei Clubs bekam keine Spielgenehmigung. So bleibt die Oberlausitz vorerst regionalligafreie Zone. Gleiches droht dem Vogtland. Plauen ist schon vor Jahren abgestiegen. Jetzt steht auch Regionalliga Urgestein VfB Auerbach vor dem Gang in die Oberliga. Wenn ich jetzt Auerbach sehe, haben wir natürlich ein bisschen den Nachteil, dass es schon eine Menge Spieler gibt, die sagen, ins Vogtland und arbeiten. Das ist jetzt nicht das, was ich mir vorstelle. Standortnachteil ländlicher Raum. Nur noch 7 Regionalligisten kommen aus der Provinz, 13 aus der Großstadt, allein 7 davon aus Berlin. Wenn du es halt, ich sage jetzt mal, bei Union nicht schaffst, kannst du zu Viktoria Berlin gehen. Wenn du es bei Viktoria nicht schaffst, kannst du, sag mal, zum BFC gehen. Das ist jetzt einfach mal so dahingesagt. Und wenn du es beim BFC nicht schaffst, kannst du noch mal wechseln. Es sind einfach sehr viele Mannschaften da, es sind sehr viele Spieler da, die mit Sicherheit auch sehr gern in diesem Umfeld Berlin dann sozusagen auch wohnen bleiben. Die Verstädterung der Regionalliga, eine womöglich unumkehrbare Tendenz. In den letzten Jahren sind neben den drei Clubs aus der Oberlausitz mit Plauen, Nordhausen, Neustrelitz und Schönberg weitere ländliche Clubs von der Regionalliga-Landkarte verschwunden. In dieser Saison könnte sich diese Entwicklung noch mal drastisch verschärfen. Neben Tasmania Berlin stecken nur ländlich geprägte Clubs im Tabellenkeller. Auch Germania Halberstadt ist noch nicht gerettet. Lokale Leuchttürme in Abstiegsgefahr. Wenn ich Halberstadt nehme, unsere Mannschaft, das ist ein Schwerpunkt dort unten. Das wäre schon schlecht, wenn das wegbrechen würde. Das gilt ja für die anderen Bereiche auch. Wir brauchen es einfach als ein Pfahl in dem Boden dafür, dass andere sich darum ansiedeln, dass da auch andere ihre Freizeit finden, dass man attraktive Spiele sieht und Nachwuchsförderung, Nachwuchsgewinnung macht. Förderung ländlicher Gebiete. Die Entwicklung der Regionalliga hat auch eine gesellschaftspolitische Dimension. Es hat eine Magnetfunktion für Nachwuchs, für junge Spieler und auch Spielerinnen. Das ist ganz wichtig, auch für die anderen Vereine in der Zusammenarbeit, aber auch für die Attraktivität des ländlichen Raumes. Denn ich muss den ländlichen Raum nicht nur vom Arbeitsplatz, sondern vom gesamten Umfeld attraktiv halten. Der Status quo ist offensichtlich. In der vierten Liga, an der Schwelle zum Profifußball, sind Clubs vom Lande nur noch in Ausnahmefällen dauerhaft konkurrenzfähig. Das weiß man nicht zuletzt in Bischofswerda.